Na bitte, wer sagt's denn? Und das ist übrigens auch der zweite Level, wo wir einen Edelstein holen können. So. Okay. Crash. Dann gucken wir mal kurz. Es fehlt tatsächlich nur noch ein einzelner Geheimgang. Ich weiß auch genau, welcher das ist. Das werdet ihr aber erst in der Session mit Alex sehen. Freue ich mich schon drauf. Dann legen wir jetzt mal los. Das ist ein, ja, man kann fast sagen, so eine Art Nachfolger von Lightout und Flambling in Dark, wo ich ja ein paar Schwierigkeiten hatte in der Session mit Rick. Aber ich denke mal, hier wird das besser laufen. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt 97 Leben. Das ist phänomenal. Auch hier in Crash 2 werden wir die 99 Leben erreichen. Und leider wird es auch hier in Crash 2 nicht weitergehen mit den Leben. Was ich sehr bedauerlich finde, aber naja, man kann nicht immer alles haben, nicht? So, übrigens, diese Gegner, die ihr hier die ganze Zeit seht, das sind die Gegner, die ich mal angesprochen hatte, die auch im ersten Teil vorkommen, allerdings leuchten die da nicht. Also das Design von denen hat sich auch ein bisschen geändert und sie leuchten vor allem. Keine Ahnung, ob sie es bereits im ersten Teil konnten, aber hier können sie es auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir erstmal warten, bis die TNT die Ausrufezeichen auslöst, genau. Beeil dich, Crash, das Licht geht aus. Lights out. So, okay. Dann können wir jetzt die Bonusrunde verlassen und wir haben tatsächlich gleich die 99 Leben. Das heißt, Alex bekommt direkt mal eine 99 zu Gesicht. Von mir. Das ist doch auch mal schön. Ah ja, die Stelle kommt jetzt. Eine sehr interessante Stelle, wie ich finde. Auch eine sehr gemeine Stelle. Warum gemein? Das kann ich euch sagen. Weil dieses Glühwürmchen... Ich muss mich jetzt kurz mal konzentrieren, Leute. Hallo? Ah, okay. Jetzt nehme ich sie wahr. Weil man kann nämlich die Kisten, wenn man sie berührt, also diese hier vorne, wenn man die nämlich dreht und man hört die, dann weiß man nämlich, aha, da ist eine. Und wie gesagt, durch das Glühwürmchen haben wir nicht allzu viel Zeit, um uns den Weg zu erleuchten. Auf jeden Fall nicht genügend, um alle Kisten wirklich zu kriegen. Deswegen ich das dann lieber vorher mache. Im sicheren Wissen, dass ich dann durchgehen kann. So kann man sich das praktisch dann erleichtern. Und wir haben nicht alle erwischt. Mist. Okay. Das heißt, ich muss wahrscheinlich gleich den Rest des Weges ohne ihn weitergehen. Genau, vielen Dank. Okay, jetzt können wir aber. Wunderbar. Hat super geklappt. Okay, wir sind schon am Ziel, liebe Leute. Der Problemlöser einmal und wunderbar. Der nächste Edelstein. Und ich muss gleich etwas trinken. Es ist halt meine Stimme, die wird schon ganz trocken hier. Also meine Kehle, nicht meine Stimme. So, wir haben jetzt 54 Minuten, also ich werde mich jetzt nochmal an das nächste Level heranwagen. Digin It. Übrigens ein totenkopfträchtiger Level. Und einer der Lieblingslevel von Dave Durden TV. Genau deswegen. Hier kommen nämlich die Pflanzen vor, die in Teil 1 ursprünglich dabei waren, nur dass sie hier etwas... Ja, sie wurden etwas verändert. Sie beißen nicht mehr nach uns, sondern sie schießen jetzt irgendeine seltsame explosive Substanz ab. Was auch immer das sein mag. Ich habe damals immer gesagt, Kohle, die explodieren kann. Weil so ein bisschen sieht das aus wie Kohlebrocken, die sie da abschießen. So. Okay. Wir haben ja die 99 Leben, wenn ich das richtig weiß, genau. So, haben wir die Minen überwinden. Genau, die Pflanze zerstören. Das hat übrigens eine Ewigkeit gedauert, als ich das als Kind gespielt habe, bis ich dahinter gekommen bin, dass man diese Pflanzen zerstören kann. Vorher dachte ich immer, die wären unverwundbar, weil diese Stacheln sind ja vor Drehangriffen geschützt. So, okay.
Mal. Mist. Bin ich einfach mal stumpf reingelaufen. Ich wurde schockiert. Um das Wortspiel von Rick nochmal anzugreifen. Ich musste aber aufstoßen, verliert deswegen auch gleich eine Maske. Das ist super. So, jetzt gehen wir erstmal die Bonus rein. So. Okay, das haben wir. Dann haben wir das. So. Schade, klappt nicht. Egal. Da oben gibt es nämlich ein paar Leben, die man ansammeln kann. Aber mal ehrlich, ich habe schon 99 Leben, da brauche ich die nicht. Ich wollte euch nur mal die Strecke zeigen, wo man diese Leben kriegen kann. Leider ist mir das nicht so ganz gelungen, aber... So, die Bonusrunde haben wir geschafft. Und bevor ich jetzt irgendwie weitergehen werde, werde ich gleich erstmal den Toten berühren. Und das heißt für diesen dann praktisch, dass er nicht mehr abhauen kann. Okay, dann können wir jetzt erstmal schön sterben gehen. Ja, wir gehen sterben. Was ich sowieso total schwachsinnig finde, ist, dass Crash, wenn er abstürzt, manchmal seine Schuhe hochwirft. Ich weiß nicht, was er da für eine Hoffnung hat. Ob ihn da irgendjemand rettet oder sowas, dass sie da irgendwann sieht, ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall nur seltsam. So, ich gehe jetzt hier entlang. Das hat nämlich einen ganz einfachen Grund. So mache ich mir dann nämlich den Weg durch den Totenkopf ein bisschen leichter, weil wir werden nämlich nicht an derselben Stelle mit dem Totenkopf rauskommen, sondern weit, weit, weit her hinten im Level. Weg mit dir, du blöde Biene. Nein, also Bienen sind eigentlich super Tiere, vor allem sehr wichtige Tiere, muss ich dazu sagen. Also ohne unsere Bienen wäre, glaube ich, die Natur nicht so, wie sie ist. Um das kurz mal anzukreiden. Und wir gehen jetzt in die Totenkopf-Challenge. So, ich gleich schon mal ein bisschen nach vorne. Scheiße. Mist. Also muss ich jetzt den gleichen Kram nochmal machen. Also nicht das mit den Totenkopf oder der Bonusrunde, sondern ich muss einfach nur nochmal die ganzen Kisten. Auf Dauer kann das ziemlich nervtötend sein, aber man macht es ja gerne. Vor allen Dingen, wenn man es selber verplant hat. So, das wird sowieso das letzte Level in dieser Session sein. Wow. In der nächsten Session werde ich dann zusammen mit Alex Flattermann 85 vielleicht sogar schon das Spiel beenden. Wer weiß das schon. Also es könnte tatsächlich passieren, dass Ricks Theorie zutrifft. Wo er schon vermutet hatte, dass ich die dritte Session nicht brauche. Da hätte ich echt nicht gedacht, dass er recht haben würde. Das ist echt cool. So, zweiter Versuch in der Totenkopf-Challenge. Also ich denke mal, um das dann mit YouTube besser hinzukriegen, werden die Parts dann ein bisschen länger sein. Mal gucken, wie ich das hinkriege. So. Okay, die Stelle einmal. Pflanze machen wir gleich kaputt. So. Eine Biene ist im Anflug. Uah. Es gibt übrigens auch teilweise Pflanzen in diesem Level, die immer nur auf dieselbe Stelle spucken. Ja. Also spucken. So wie diese gerade eben. Oder wie diese hier. Spucken immer auf dieselbe Stelle. Und kann man praktisch dann leicht überwinden. Dann haben wir die 99. Okay. Und wir haben den Edelstein des Totenkopfbereiches. Sehr gut. Dave ist ja praktisch durch den Hintereingang reingekommen. Ich gehe durch den Hintereingang, wie es sich gehört, raus. Schön. So, ich werde jetzt schon mal im Voraus diesen Checkpoint hier öffnen. Und jetzt werde ich es erstmal zurückgehen. Warum zurück? Weil wir nämlich so einige Kisten verpasst hätten sonst. Okay. Und unter anderem den Kristall, den wir ja brauchen, um weiter im Spiel voranzukommen. Bleib ich kurz hängen. So. Hauen wir die einmal weg. Hauen wir die einmal weg. So. Jetzt hier weiter. Okay. Ja. So.
Da haben wir ihn, den Kristall. Okay. Eine Pflanze macht die andere kaputt. Das ist sehr schön. So, jetzt ist er fast wieder zurück. Also wir brauchen lediglich nur den Checkpoint hier mitzunehmen. Wir können jetzt praktisch dann wieder nach vorne gehen. So. Ich liebe es, nach vorne zu gehen, wenn kein Gegner da ist. Lalalala. Ich grätsche mich durch die Gegend. So. Okay. Jetzt sind wir gleich wieder da. Genau. Wir können nun weiter vorangehen. Okay. Hier ist unser Problemlöser. Den ist übrigens auch wieder im dritten Teil gegen den Problemlöser. Die Holzfäller hauen wir mal weg, obwohl es eigentlich kein Holzfäller ist, sondern es sieht mehr nach einem, ja, weiß nicht, einem Gärtner oder sowas sieht das eher aus. Aber mal ehrlich, ich kenne keinen Gärtner oder keinen Forstarbeiter oder sowas, der mit einem Hammer rumläuft. Das sieht wirklich nach einem Hammer aus. Wir haben den nächsten Edelstein, liebe Leute. Das ist sehr gut. Damit haben wir wieder unser Dreierpack zusammen. Aber ich werde nicht ins Ziel gehen. Sondern auch wenn wir die Session hier eigentlich schon längst hinter uns haben, hoppla, wir müssen nämlich noch den Geheimgang mitnehmen. Den haben wir nämlich bereits verpasst. Und ich nehme jetzt einfach mal ganz stumpf alle Minen mit, die mir in den Weg kommen. Super. Ja, ich sag's auch noch. Super. So kann man auch die Bienen besiegen. Ja, oder man kann sich von denen besiegen lassen. Super. Okay. Nicht weiter schlimm. Wir haben zwar ein Leben verloren, das macht aber ehrlich gesagt nichts. Wir sind wieder da. Wir müssen dann praktisch nur noch mal nach vorne sprinten, sozusagen. Also wir haben ja noch keinen... Also in Crash 3 gibt es noch eine ganz spezielle Neuerung, das kann ich jetzt schon mal sagen. Zusätzlich zu Crashs normalen Funktionen wird es auch noch später auch noch spezielle Kräfte haben. Was für Kräfte werden wir dann noch sehen, wenn ich mit dem Let's Play dazu dann anfangen werde. Da wir ja sowieso den Edelstein schon haben, können wir einfach reingehen und wir haben den letzten geheimen Bereich, liebe Leute. Das heißt, wir werden mit Alex sozusagen einen geheimen Bereich dann anfangen, den wir gar nicht mehr brauchen. Das ist das Schöne daran. Super. Ist ein bisschen mies, ich weiß. Aber wir werden das jetzt hier mal abspeichern und dann werde ich die Session beenden. 67% haben wir erreicht, liebe Leute. Zwar weniger als bei Crash 1, aber ganz ehrlich, das macht mir nichts. Okay, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich sage nun, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal zur zweiten Session mit Alex Flattermann 85. Und ich sage, bleibt mir gewogen und bis zum nächsten Mal bei Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes.